Hallo, guten Abend und herzlich willkommen an der Ein-Mann-Großes-Gewächs-Verkostungsfront. Ich bin leider allein, die Damen sind alle krank. Wir hatten am Freitag, es ist Montag, wir hatten am Freitag hatten wir Betriebsfeier, Weihnachtsfeier. Da haben die sich offensichtlich alle gegenseitig angesteckt. Ich bin noch gesund, aus welchen Gründen auch immer. Habe gestern schon gearbeitet, weil ich halt am Wochenende gerade im Moment dann doch öfters da sitze, weil es ja nichts hilft. Es gibt ja noch immer noch viel zu viel zu probieren. Es geht dieses Mal um Spätburgunder aus Baden und aus Württemberg. Ein großer Teil sind große Gewächse, sind aber auch ein paar andere dabei. Ich fange klar an, bevor ich euch jetzt blöd zulaber. Wie gesagt, es ist eh schon spät. Draußen ist dunkel und trüb und kalt und ich muss mit dem Fahrrad noch heimfahren. Also wärme ich mich jetzt ein wenig auf. Mit den Pinots. Das ist eine recht kühle Nase. Sehr klar, geradlinig, so ein bisschen nussig. So ein ganz moderaten Holzton mit drin. So Spur angetrockneter Champignons, das Spätburgunder sehr, sehr gern hat. Hauch Teer. Der vorsichtshalber da noch nicht drin steht. Riecht alles sehr klar, aufgeräumt, geradlinig. Und so geht es auch im Mund weiter. Das ist ein ziemlich herber Stil, so ein bisschen rauchig, speckig dabei, so. So angedeutete Salznote. Es bleibt sehr herb. Hat jetzt nicht die Monstersubstanz. Es wirkt relativ schlank, da wir geradlinig, kühl, recht präzise. Auch wieder so was ganz leicht Pilziges hinten und auch so kräuterig-pflanzliche Anklänge. Das ist schon nicht so schlecht. Es ist ein ganz kleines bisschen spröd noch. Das Tannin ist noch relativ präsent. Und dann kommt diese deutlich salzige Mineralik. Das macht den Wein noch herber, als er ohnehin schon ist. Ich würde da noch ein paar Monate warten. Nicht ewig. Aber so nächstes Frühjahr, nächsten Sommer, glaube ich, da geht es da richtig los. Das ist nur die Frage. Er steht bei 86. Ich schwank da noch ein bisschen. Das sind 6 oder 7. Ich glaube, das tue ich mir morgen nochmal an. Das werde ich wahrscheinlich mit einigen Weinen noch machen. Dieses allein nachprobieren und kommentieren und schreiben, das macht es halt immer noch ein bisschen anstrengender. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. 86 oder 87. Ich schaue mir das morgen nochmal an. Im Moment tendiere ich weiterhin eher zu 6, weil es ein ganz klein bisschen spröde ist. Das ist das Weingut Wörle. Das ist der Lahre Spätburgunder Ortswein BF heißt der. Das ist natürlich alles immer noch länger, wenn ich mir selber einschenken muss. Aber es hilft ja nichts. Völlig andere Baustelle. Das hat fast ein bisschen was krautig-vegetabiles in der Nase. So ein bisschen Gurkenwasser. Und dann so mehr rot als schwarzbeerig. So Dill dabei. Gewisse Wärme. Das hat also offensichtlich Alkohol auch ganz ordentlich.
müssen wir das Krautige reinschreiben, das steht noch nicht so deutlich drin. Ja, so ein bisschen so kaffeeröstiges Holz. Eher rote Frucht, so ganz leicht schwarzbeeriges ist auch dabei. Relativ feines, aber jugendliches, noch ganz leicht trocknendes Tannin. So ein bisschen Asche und Tabak dabei vom Holz kommen. Es hat so ein leichtes Bitter hinten, so wie Kaffeesatz. Und ja, Kakao für so ein Stück. Was kräuterpflanzliches dabei. Es bleibt ganz leicht spröde. Man merkt halt wirklich den Alkohol recht deutlich. Das kann die Substanz nicht ganz auffangen, habe ich den Eindruck. Und das ist auch nicht schlecht. Es hat schon Festigkeit, es hat eine gewisse Struktur, es ist nachhaltig, es hat Rückgrat. Es ist nicht allzu tief. Wie gesagt, auch dieses leicht Krautige stört ein bisschen, als wäre so eine Spur überzogen. Hat wohl auch so eine Andeutung Restzucker. Ist auch so ein Grenzfall. Wäre ich auch eher bei 6. Schreck mir auch morgen nochmal an. Aber das hat sowas, wie gesagt, Sprödes, was ganz leicht flüchtig ist. Ich zweifle, ob sich das wirklich bessern kann. Okay. Kostet fast 40 Euro. Aber ich glaube, da ist irgendwas ein bisschen schief gegangen. Also, die werden es morgen merken. Ich werde es morgen wahrscheinlich nicht nochmal aufnehmen. Aber man kann es ja dann nachlesen. Das riecht jetzt wieder klarer, aufgeräumter, auch rotbeeriger. Vielleicht so eine winzige Spur entwickelt. So moderates Holz, so ätherische, kräuterige Aromen mit drin und so ein bisschen Nadelholz. Ist nicht aufdringlich, ist nur ganz fein. Die Nase ist eher warm und ja, schon eher einladend. Warum Gaumen? Das hat eine gewisse Wärme, was Rotes, so ein würziges, leicht rauchiges Holz, das aber gut eingebunden ist. Also das passt da durchaus dazu. Das Tannin ist nur jugendlich, so leicht trocknet. Das ist sicherlich auch so ein bisschen trocknendes Holztannin dabei, ist nicht nur aus den Trauben stammend, aber gleichzeitig ist es speichelziehend. Das heißt, es trocknet wirklich aus, sondern es trocknet nur ein bisschen an. Dann hat es einen ganz zarten Zitruston, das hat man schon in der Nase, dieses ganz leicht offene, entwickelte. Wieder diese fast harzige Ätherik ist dabei. Und dann kommt Salz, also Mineralik, und dann ist es relativ straff im Abgang. Das hat 87 und das hat es auch verdient. Ich würde auch da noch warten bis nächstes Frühjahr, um mit dem Trinken anzufangen, aber dann macht es sicher für 4 bis 6 Jahre richtig Spaß. Das ist wieder das Weingut Wörle, dieses Mal ist es Lagenwein, Lara Kronenbühl, 16er SC nennt er das. Gut, dann ist es fertig. Nicht nochmal. Also das ist jetzt ohnehin für die Hälfte der Weine die zweite Probe, für einen Teil aber auch schon die dritte. Also für einen Teil, für die andere Hälfte halt.
Das ist deutlich mehr so wurzelgemüsige Töne, die auch die Spätburgunder auch recht gern hat. Was ganz leicht Speckiges dabei. Ein bisschen Senfgurkenartiges. So eine Spur floral. Habe ich speckig schon gesagt? Wenn nicht, dann sage ich es jetzt. Auch so einen ganz leichten Hauch süßlich-krautig. Es zieht sich auch weiter, dieses ganz leicht süßlich-krautig wirkende, so teils eingemacht wirkende Frucht. Das hat dann schon einen merklichen Säurebiss, dann herbes, leicht trocknendes Tannin, holzige Töne, Hauchspeck. Ich will mal nachschauen, ob ich das alles geschrieben habe. Ja. Ja, und dann kommt so ein leichtes Bitter vom Holz. Also das Holz ist kein nicht ideal für den Wein. Es ist das rauchige, speckige, habe ich schon gesagt. Auch das hat so was leicht tannennadelartig, harziges, ätherisches und zur Spur. Steht vorsichtshalber nicht drin. Also von der Spannung und der Substanz her würde ich sagen, der hat die 87 verdient. Aber ein Lieblingswein von mir wird es nicht. Dazu ist es mir ein bisschen zu bitter, ein bisschen zu streng. Okay. Das ist das Schlossgut Ebringen. Das ist der Ebringer Biergarten Pinot Noir 2015. Da steht sogar drauf, wann geerntet und wie viele Flaschen das gibt. Da schon her. Na gut, wie gesagt, das ist nicht schlecht, aber es wirkt so ein bisschen, ja, auch so ganz leicht, das hat man beim anderen von Ihnen schon, so was ganz leicht Überzogenes. Kostet auch schon ordentlich Geld, so an die 30 Euro, nicht ganz. Da fehlen mir dann für die hohen Weine doch doch ein bisschen die Feinheiten. Ist auch nicht wirklich lang. So wie es halt tolle Pinots hat, doch überhaupt Topweine eigentlich sein müssten. Das macht auch so ein bisschen einen entwickelten Eindruck. Aber es hat dem fehlt das Krautige. Es ist klarer in der Nase. Es ist rotbeerig, ist ein bisschen warm, es hat was Nussiges, Erdiges. Also das ist schon zur Spur altmodisch, aber es ist nicht schlecht. Ja, im Gaumen recht viel schokoladig und kaffeewürziges Holz. Specknoten dabei, so. Dann auch wirklich so was ganz leicht getrocknet, an Datteln erinnerndes, fruchtiges. Also das ist schon, ja, wirklich ein bisschen der alte Stil mit viel Kraft, viel Alkohol, ein bisschen Überreife. Trotzdem nicht schlecht. Ich glaube, dass es viele Leute gibt, denen sowas außerordentlich gefällt. Es lässt halt ein bisschen die Burgunderfinesse vermissen. An. Datteln im Speckmandeln erinnert am Gaumen. Man merkt den Alkohol, das Tannin trocknet ein bisschen. Es ist ja natürlich nicht nur Traubentannin, es ist auch Holztannin, das das Ganze ein bisschen spröd macht und kommt so ein Hauch Malz. Das schmeckt so, wie es riecht, wenn man so einer Brauerei vorbeigeht, wenn die gerade melzen. Das hat das ziemlich deutlich.
Ist das ein Hauch zu rustikal? Das ist nicht schlecht, aber es dürfte gern ein bisschen feiner sein. Ja, das bleibt auch bei 87. Für 8 hat man das nicht die ausreichenden Finessen. Ich meine, 87 Punkte ist ja nicht schlecht. Das weiß man heute nicht mehr, wo langsam sich die letzten seriösen deutschen Weinkritiker in Richtung Punkteschleudern verabschieden. Glaubt man mittlerweile alles, was keine 95 Punkte hat, ist nicht mehr gut. Das stimmt ja überhaupt nicht. Das ist guter Wein, gar keine Frage. Nur es ist kein besonders feiner Wein. Und deswegen kriegt ihr die 88 nicht. Es bleibt sogar ein Stück stehen, aber halt auch so ein bisschen breit. Was Pilziges hinten raus und so ein Hauch Cola-Nuss. Riecht jetzt tatsächlich ein Stück feiner. Aber das hat, hat so was ganz leicht Zwiebeliges dabei. Ist eher rotbeerig. Ganz moderates Holz, so ganz Anklänge von getrockneten Pilzen dabei, erdig. So Spurmalz. Also wenn ich am Anfang gesagt habe, das riecht feiner, bin ich mir gerade nicht mehr ganz so sicher, weil das geht ein bisschen auch ins Rustikale und Altmodische und wie gesagt, das Zwiebelige. Na, so geht's weiter. Das hat wobei es mehr Holz am Gaumen hat, als die Nase andeutet. Das ist ganz leicht Röstiges, Nussiges, ein bisschen Vanille. Und dann wieder Röstzwiebeln. Das ist alles relativ herb. Es hat gewisse Wärme, eher rote Aromatik. Da kommt so ein ganz leichter, bitterer Rußton hinten. Was Altholziges. Es trocknet auch leicht nach. Es hat schon ganz gute Länge, aber auch so was leicht Sprödes dabei. Und dann fehlt auch ein bisschen die Länge für wirklich höhere Weinzehen aus 87 und das passt. Ich würde das auch noch zu ein paar Monate liegen lassen, nächstes Frühjahr das Trinken anfangen, aber mehr, länger als 4, 5 Jahre maximal würde ich es nicht aufheben. Ich glaube, dass das nicht sehr lang gut reifen kann. Jetzt erstmal 1, 2 Jahre schon, aber dann. Das ist Neipperg. Das ist 16, Neipperger Schlossberg, großes Gewächs. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also man merkt ganz deutlich, die Lemberger hat Neiberg richtig gut drauf. Das kann man auch ein bisschen so nach dem Bordeaux-Rezept machen, dann kommt es ziemlich gut. Die Burgunder, das ist noch nicht so ganz so, wie wir es uns als Burgunder-Freaks, wenn wir welche sind, also ich bin einer, vorstellen würden. Wobei, da geht es jetzt gar nicht darum, dass das genauso schmecken muss wie ein Wein von der Côte d'Or, sondern da geht es darum, dass diese Sorte ein Alleinstellungsmerkmal hat. Das ist ihre enorme Finesse und Fein, und das bei hoher Konzentration kann das leichtfüßig, tief, fest und gleichzeitig irrsinnig fein sein. Und das hat das halt nicht. Muss großer Pinot aber einfach haben. Hilft ja nichts. Für andere Charakteristiken gibt es andere Sachen.
braucht es den Pinot nicht. Das ist relativ warm und holzig und so ein bisschen süßlich in der Nase. Das, ich denke, dass das für sehr, sehr viele Weintrinker sehr einladend ist. Es hat eine angenehme Würze, es ist so ein bisschen eingemachte Frucht. Mit da reinschreiben, weil die steht noch nicht drin. Das ist was Gewürziges. Das ganz leicht getrocknet Kräuter ist. Das ist so ein, ja, altmodisch, das klingt jetzt komisch, weil es ist nicht so rustikal. Es ist so altmodisch im Sinne dessen, was man in Deutschland noch vor 10 Jahren überall gemacht hat, nämlich relativ viel Holz. Das passt allerdings auch, das hat einladende Würze. Dann hat es Wärme, die Frucht geht so ganz leicht ins Marmeladige. Aber es ist weder stumpf noch ist es rustikal. Das ist schon gut gemacht. Aber die letzten Feinheiten fehlen da halt auch für richtig hohe Wein. Dann wird es leicht malzig. Und das Holz wird so kakaowürzig. Auch da ist es so, das ist ein guter Wein, aber für 88 Punkte fehlen mir die Feinheiten. Das ist mir ein bisschen zu schokoladig. Ich habe gesagt, das wird ganz vielen Leuten sehr, sehr gefallen. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber um hochklassig zu sein, fehlen die Finessen. Ein bisschen Salz hat es schon auch und Mineralik. Das ist echt kein schlechter Wein. Bin auch gespannt, wie er mal in ein, zwei Jahren schmeckt. Ich würde auch nicht ewig aufleben, weil das ist dann ungefähr genau der Zeitpunkt, so 2000, Mitte 19, Mitte 20, so, wo er wahrscheinlich am besten schmeckt. Auch erfahrungsgemäß. Aber die Tiefe, die Länge, die Feinheiten für mehr hat er einfach nicht. Das ist wieder ein großes Gewächs. Das ist Weingut Wörwag. Das ist 16er unter Türkheimer Herzogenberg. Ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, ob das an der Herkunft liegt. Das heißt, hat Württemberg möglicherweise einfach nicht die idealen, nicht überall die idealen Lagen für Spätburgunder. Vielleicht steht er da einfach auf dem falschen Boden. Oder sind sie einfach noch nicht so weit aus dem Spätburgunder, das zu machen, was so ihre badischen Nachbarn doch recht oft hinkriegen. Bin mir nicht ganz sicher. Das ist eine ganz, ganz andere Nase. Das hat was fast Parfümiertes. Dann ist es so. Das hat eine ins Pfeffrige gehende, gewürzige Note, so ein bisschen Wurzelgemüse, so Spur. Lauchgemüse auch dazu. Überhaupt wirklich. Das wäre jetzt gar nicht aufgefallen, gell, dass es irgendwas Gemüsiges hat. Vielleicht sollte ich mir den Wein erst mal eintippen. Das ist lustig, wenn ich das gerade sehe. Wahrscheinlich seht ihr an meiner Brille im Spiegel. Im Spiegel meiner Brille. Was ich hier sehe, was ja gar nicht so schlecht ist. Dann sieht man, dass ich nichts sehe. Ja, es ist eigenwillig. Es ist wirklich so ein bisschen Brokkoli, Wurzelgemüse, Speck,
Ist nicht aufdringlich, aber so eine ziemlich ruhige Nase. Und dahinter kommen dann erst so diese roten und schwarzen Beeren und so ganz eigenes, eher altes Holz. Wieder so pilzige Töne, stehen die drin? Nein. Wo wir schon mal ein bisschen altmodisch waren. Das ist auch das so. Das schmeckt wirklich wie Pinot aus Deutschland vor 20 Jahren. Nur guter. Also da übertreibt man es nicht mit dem Holz. Das hat ziemlich viel Mineralik. Das hat Salz. Das hat Speck. Also ganz leicht getrocknet Fruchtiges drin. Von auch Kaffee. Und so eine Andeutung von Zitruszesten, das darauf hindeutet, dass das so eine Spur Oxidation hat. Ja, das ist sehr deutsch. Auch diese dunkle, relativ dunkle Aromatik ist ja deutsch. Dieses Holz ist eigen. Aber es hat Substanz, es hat Griff, es hat Nachhaltigkeit. Das wird wahrscheinlich auch ziemlich gut reifen. So als Burgunder-Fan gefällt einem das vielleicht nicht ganz. Aber für das, was es ist, also diese klassisch deutsche Art, ist das eigentlich ziemlich gut. Das wird auch wirklich, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, gut reifen. Das kommt aus dem Markgräflerland, das ist das Weingut Dörflinge. Und das bestätigt das auch, weil da kenne ich alte Dinge, die wirklich saugut gereift sind. Das ist ganz erstaunlich, wie dieser Stil durchhält über die Jahre. Das ist Mülheimer Sonnenhalde aus alten Reben. Da steht vorsichtshalber nicht drin. Das muss ich noch schnell. Nachtragen. Ja, und diese alten Reben, das merkt man schon ein bisschen, weil das hat wirklich Länge, es ist der längste Wein bis jetzt. Und es hat so was Dunkles und Festes. Das ist einfach guter Wein. Sehr deutsch und sehr gut. Also, ja, altmodisch deutsch halt. Es ist nicht so, dass die anderen nicht auch einheimisch wären. Das riecht schon ein bisschen alkoholisch. Das hat so eingelegte Kirschen und gemischte Beeren. Nüsse. Auch so was ganz, ganz leicht Krautiges. So ein Hauch Gurkenwasser mit drin. Das riecht ein bisschen überzogen. Ja, so geht es auch weiter. So ein bisschen eingelegte Frucht. Ganz leicht marmeladig, saftig, viel Alkohol. Schon noch erstaunlich präsente Säure, die auch für Kühle sorgt, obwohl das so alkoholstark ist. Und dann kommt so ein trocknendes Holz dazu, ein bisschen dunkel. Erdige, vegetabile Noten. Es ist nicht sonderlich tief. Zitrustöne. Das steht gar nicht drin.
Und hat so rußiges Bitter dabei. Es ist nicht sonderlich gutes Holz. Es kommt dann auch so ein bisschen salzige Mineralik. Also ganz schlecht ist der Wein nicht. Das ist schon ganz okay, aber der steht bei 87 und das ist mir zu viel. Das sind eher 6. Was ja, um das noch einmal anzusprechen, keine schlechte Wertung ist. Ist auch kein schlechter Wein, aber es ist nicht sehr tief, es ist nicht sehr lang. Und es hat schon Mods Alkohol. Und dem Alkohol steht nicht ausreichend Substanz gegenüber, um wirklich erstklassig zu sein. Das ist der Staatsweingut Freiburg. Das ist der Blankenhornsberger Doktorgarten 16. Ja, ist aber hinten raus ein bisschen grob. Also für ein großes Gewächs ist mir das viel zu wenig, um ehrlich zu sein. Auch wenn es für ein großes Gewächs von Burgunder relativ günstig ist mit 25 Euro, aber trotzdem, das, sowas muss mehr können. Ganz, ganz andere Welt. Sehr einladende, kirschig-rotbeerige Frucht in der Nase. Es hat auch schon ein spürbares Holz, aber das hat so ganz feine Würze. Das ist nicht so, das ist nicht bitter und das ist nicht aufdringlich, sondern das gibt dem Wein eher zusätzliche Dimension. Dann hat er so was Pfeffriges hinten drin, steht es da. Es hat auch Festigkeit in der Nase und so eine gewisse Tiefe. Okay, das ist jetzt auch nicht die ganz feine Art Pinot. Aber das ist sehr, sehr saftig. Das Einladende von der Nase bestätigt sich am Gaumen. Dabei ist es total herb. Aber es hat Leben, es hat Schliff, es hat was Salziges, das ist mineralisch auch. Das Holz ist gut integriert, das ist noch deutlich spürbar. Der Wein ist aber auch noch sehr jung. Und dann hat es bei aller Kraft auch so gewisse Kühle hinten raus. Ja, das ist schön. Ich würde auch das noch ein paar Monate liegen lassen. Ich würde es auch nicht ewig aufheben. Entschuldigung, ich denke, dass das so in 2-3 Jahren, vielleicht in 4 oder 5, in Top-Zustand ist. Ja, wir sind 88 und das passt auch. So ganz was leicht marmeladiges und zitrusfruchtiges hat er hinten. Also auch so eine Spur, was offen ist. Aber das steht ihm gut. Und ist auch deutlich länger als die Vorgänger. Ja, das sind 88. Das passt. Das ist Schneidmann. Das ist ein Spätburgunder. Simon Roth, 16. Das hat schon ordentlich Holz und sowas an geröstete Brotrinde innen das. Das ist ziemlich röstig. Erdige Töne dabei. Die nicht.
tatsächlich drinstehen. Standen. Stehen es drin. Riecht schon. Ja, riecht zwar substanziell, aber man riecht Alkohol, das riecht ein bisschen rustikal, so ein bisschen eingemacht. Und so was Malziges dabei. Weiter. Viel Kraft. So eine, das sind gemischte Beeren, ein bisschen Sauerkirschen dabei. Dann wieder so ein Hauch Malz. Ganz leicht rußiges Holz. Und, konsequenterweise ist auch das Tannin, das ist präsent jugendlich. Das kommt aber auch nur zum Teil aus den Trauben, weil dieses, der trocknende Anteil ist wahrscheinlich das Holz. Es ist nicht massiv trocknend. Also ich glaube, dass das mit Reife sich ziemlich gut einbindet. Der ganze Wein ist eigentlich gut. Hat einen schönen Säurebiss, hat Mineralik, hat Festigkeit, hat eine gewisse Tiefe und Länge. Es ist auch da wieder nur so ein leichter Mangel an Finessen. So ganz leicht sprödes und nicht ganz die Tiefe für richtig hohe Wein. Aber 88 hat es verdient. Ich glaube, dass das recht gut reifen wird. Ich glaube, dass das in 3-4 Jahren, also das reift wahrscheinlich länger als die Vorgänger, weil das ist ziemlich fest. Mal schauen, wo sich das hin entwickelt. Aber 8 hat es auf jeden Fall verdient. Das ist das Weingut G.A. Heinrich. Das ist halt, ja, steht hinten und vorne das gleiche drauf. Das ist der Spätburgunder Löwenherz 2015. Das ist sein Spitzenwein. Das kostet dann entsprechend. Das liegt bei 35 Euro ab Hof. Für das, was da an Anspruch da ist, fehlt es mir jetzt aber auch an Länge. Also die, wie gesagt, die 88 sind gut, aber ich glaube nicht, dass es irgendwann mal mehr kann. Da ist der Anspruch offenbar ein bisschen höher. Das kann übrigens Georg Heinrich mit Cuvées und auch mit Lemberger, ist er stärker. Gerade Cuvées, jetzt heißt er Dieb, glaube ich, ne? Früher hieß er Wollendieb. Das kostet auch nicht mehr, ne? Das kostet weniger. Und das ist richtig stark. Also da, das kann er. Also nicht, dass das nicht gerade gekonnt wäre, aber halt nicht diese Spitzenklasse, die es gerne hätte. Die QW hat's. Okay. Das Erste, was auffällt, ist, das ist viel besseres Holz. Das ist sehr fein, das ist rauchig, das ist ganz leicht speckig. Aber das hat alles Schliff. Das ist rotbeerig, das hat Kirschnoten, so ein bisschen was Schwarzes. Aber das Wichtigste ist wirklich, dass das was Nobles und Geschliffenes hat. Es hat schon auch Röstung. Tabak und so was ganz leicht Pilziges, wie gesagt, das hatten wir schon mal. Das ist typisch. Okay, das ist auch konzentrierter. Das hat unheimlich viel Clan. Herben, straffen Saft, Salz, bisschen auch so Zitrustöne dabei. Straffes, aber sehr feines Tannin. Dieses Holz,
hält sich relativ im Hintergrund. Man merkt es ganz am Ende, hat so ein ganz leicht aschiges Bitter, aber das ist überhaupt nicht dramatisch. Dann ist es speichelziehend, ziemlich mineralisch, also dieses Salz fällt schon auf. Ich habe zart drin stehen, aber das ist gar nicht mehr so zart jetzt. Und es hat Frische, das hat Zug, das hat Leben. Ja, das sind eher 89. Sieht auch hinten raus schön. Ein Jahr warten, dann über 5 Jahre. Richtig, richtig gut. Das ist das Weingut Heid. Das ist ihr. Geht's? Ja. Das ist hier Fellbacher Lämmler. Großes Gewächs. So, jetzt haben wir uns keinen Platz mehr. Da hat das Holz was sehr, sehr Nussiges und die Frucht ist recht frisch, lebendig, hell, rotbeerig. Da kommen so feine Tabak. Ah ja, steht drin. Aber das Leben müssen wir da reinschauen, das fällt wirklich auf. Sehr einladend ist diese Nase, sehr transparent, sehr ja, habe ich alles schon gesagt, lebendig. Interessant, es riecht süßer als es ist ganz, ganz herb. Hat eine ganz feine Frucht, so ein bisschen nussiges und der Spur angeröstetes Holz. Das ist straff, das hat für eine ordentliche Säure. Ein feines, noch ziemlich jugendliches Tannin. Das Ganze wirkt erstaunlich schlank. Da sind so leichte Zitrustöne drin. Aber und dann hat es sehr, sehr präzise Konturen. Das ist ziemlich fest. Das hat. Man müsste jetzt sagen, für Burgunder eigentlich schon Mordstannin, aber das Tannin ist sehr, sehr fein. Das braucht Zeit. Das ist noch nicht so richtig zugänglich. Also ich möchte das morgen auch nochmal sehen. Ich würde ihm auch 89 geben. Aber ich will das mit mehr Luft nochmal haben. Das ist schon, also man merkt schon, dass da jemand weiß, was er macht. Das ist Karl Heidle. Das ist die Schneider Burghalde 16. Großes Gewächs. Gibt's morgen nochmal. Hat so was Erdiges, so ein bisschen wurzelgemüsig und kohlig. Ja, so ein bisschen Sellerie und fast Lorbeer. Das wirkt reduktiv. Reduktion.
Wir hatten es ja schon ganz oft, wer immer zuschaut, weiß das, dass die reduktiven Töne mit Luft erstmal zunehmen, bevor sie nachlassen. So unerklärlich einem das auch immer wieder ist. Ja, das ist ziemlich saftig. Es ist saftig und es hat so eine Holzwürze wie gepfefferte Schokolade. Und zwar ziemlich deutlich. Das ist auch gutes Holz, das ist aber ganz anderes Holz als das vorige gute Holz, das wir schon mal hatten. Aber dieses bitterschokoladige, fast das wäre auch ein bisschen Chili drin, also das ist schon ganz, ganz eigen. Da kommt was ziemlich Saftiges, so fast ein bisschen Süße kommt da. Die zumindest nicht so schmeckt, als wäre es alleine Extrakt Süße, sondern es käme von so ein bisschen Zucker, so 2 oder 3 Gramm. Das will ich morgen auch nochmal sehen. Das braucht nur ein bisschen Luft. Das ist Dautl. Das ist Bönigheimer Schupen. 16. Habe ich schon gesagt, dass das blöd ist, wenn man alles allein machen muss? Das ist das hat was in sich Ruhendes in der Nase und es ist feiner. Das hat wiederum ganz, ganz anderes Holz, teilweise tatsächlich eben nicht neu wirkend, sondern ein bisschen so älteres Holzfass. Feine, pilzige Noten. Geht fast in Richtung Steinpilz. Das ist wirklich richtig fein. So ein bisschen Pfeffer auch, so ganz leicht gewürzige. Und es hat schon so eine angedeutete Tiefe in der Nase. Da merkt man, dass die versucht haben, das so kühl und herb und schlank und präzise wie möglich zu machen. Das geht im Moment ein bisschen auf Kosten der Saftigkeit. Denn es ist schon so, dass so die ganz leicht anbitternden Holznoten, das Erdige, das Pflanzliche, das Salz, der Rauch, den Wein beherrschen. Es ist auch ein bisschen was Speckiges dabei. Und richtig großer Burgunder muss schon auch was Betörendes haben. Das kommt halt dann schon von einer sehr festen, tiefen Frucht. Die fehlt ihm gerade ein bisschen. Das ist fast einen Hauch zu karg, um richtig spitze zu sein. Wobei ich ja solche Weine normalerweise sehr mag. Es riecht auch toll. Es ist komplex. Ja, es ist wirklich komplex. Ich glaube, dass das einfach sehr verschlossen ist. Und hinten raus kommt wieder viel Salz, auch so ein bisschen Zitruszesten. Ich würde ihm auch 89 geben, aber ihn unbedingt morgen nochmal anschauen, wenn es ein bisschen mehr Luft hat. Das ist Aldingers Marienglas, Untertürkheimer Gips, großes Gewächs. Ne? Morgen nochmal.
habe Hunger. Hört man das? Der Magen knurrt. Das hat etwas Einladendes. Das ist eine reife rote Frucht. Dann hat es was Speckiges. Etwas, auf was ich gerade nicht richtig komme. Das ist ein bisschen Fenchel. Und Thymian und sowas, so frittierte Kräuter dabei. So frittierter Majoran. Eigenwillig. Das beim Schreiben haben wir auch noch mal so drauf. Ja, ja, das ist auch im Gaumen. Es sind wirklich frittierte Kräuter, die das Ding hat. Auch ein bisschen Marzipan dabei, zur herbe Frucht. Dann hat es schon auch Salz, also Mineralik. Ja, und dann trocknet es halt ein bisschen. Und es hat so was Grün-Vegetabiles. Substanz, gewisse Kraft. Dann was auffallend Zitroniges. Also, das ist aber nicht sonderlich lang und dann trocknet es hinten raus auch ordentlich aus. Ich bin mir da auch gar nicht sicher. Ich will das auch morgen nochmal sehen. Jetzt hat es keine 88, sind eher 7. Schauen wir mal, was das mit mehr Luft macht. Das ist auch ein großes Gewächs. Das ist dieses Mal das Weingut Wörle. Weingut der Stadt Lahr. Das ist Lahrer Kirchgasse 16. Also was ich da mache, ich schreibe die Note auf die Plakette am Hals, die mir die Probennummer sagt. Das ist ja natürlich am Hals, damit ich das Etikett nicht sehe, wenn das abgedeckt ist. Damit ich das morgen in der richtigen Reihenfolge bei der Nachprobe einsortiere. Wir sortieren die Nachproben immer nach Punkten aufsteigend. Da geht es also überhaupt nicht um Herkunft oder sonst was, sondern da geht es wirklich nur um die Einschätzung aus der ersten Probe. Das hat was, ja, betont Rotbeeriges. Dann ist es nussig, so ein bisschen tabakig. Fast teerig, ja. Dann hat es eine ziemlich saftige, reife Frucht. Einerseits ziemlich rot und dann kommen aber diese dunkelbeerigen, dann wieder diese tabakigen, diese röstigen Noten dazu. Das ist ein ganz eigenes Holz. Ähm,
Das ist sehr typisch für das, was es ist. Ist interessant, weil die Weine das schon seit fast 20 Jahren ein bisschen in diese Richtung schmecken. Und ich bin mir sicher, dass die trotzdem im Keller was verändert haben und trotzdem schmecken die Weine noch so. Das ist auch ein deutscherer Stil. Das ist hellrot. Das ist sehr saftig. Das hat Griff, das hat Biss, das hat auch gewisse Tiefe. Und das ist oft so, dass das Jung so ein bisschen drüber hinwegtäuscht, was das wirklich kann. Das will ich auch morgen nochmal sehen. Ich glaube, das hat jetzt 89, bin mir nicht sicher, ob das da, ob da schon das Ende ist. Und das ist das Weingut Bercher, das ist der Burgheimer Feuerberg, großes Gewächs, 16. Und aus der Vergangenheit kann man sagen, diese Weine reifen erstaunlich gut. Also kann man 90er immer noch trinken. Das ist ja tatsächlich deutscher Stil, nicht so sehr an Burgund angelehnt, aber das kann was, ja, wenn wir morgen sehen, was es mit Luft macht, kann durchaus sein, dass das noch nicht das Ende ist, diese 89 Punkte, die, habe ich dir schon gesagt, für sich allein schon ziemlich gut sind. Nur halt bei unseren aktuellen Punkteschleudern nicht mehr. Das riecht sehr verschlossen. Das riecht kühl, so ein bisschen kräuterig. Und auch so ein Hauch reduktiv. Es gibt noch nicht allzu viel her in der Nase. Das ist, das hat was Kirschiges, rote und auch so ein bisschen schwarze Beeren dabei. Aber es hat sehr... Aber das riecht sehr präzise. Das hat dann sehr. Das hat sehr klare Konturen, auch schon in der Nase. Aber das ist ein bisschen eingemacht. Die Frucht ist relativ dunkel. Dann was sehr Nussiges, Röstiges, Holziges dabei. Schon Schliff. Was fast Rußiges im Holz. Hat so einen Hauch Süße hin. Hat auch 89 Grad. Was ganz eigenwillig, so ein bisschen Cola-Nuss-Töne drin. Sehr spezieller Stil. Will ich morgen auch nochmal sehen. Das ist ein ganz seltsamer Zustand gerade. Ach so. Ja. Das ist wieder Dautl. Das ist der Ober. Ich weiß gar nicht, wie man das ausdrückt. Oberstenfelder Forstberg. Oberstenfelder. Wie drückt ihr das auch aus in Schwaben? Schreibt es bitte oder macht mir eine Videoaufnahme, wo ihr das drauf spielt. Oberstenfeld, oberste Feld. Ich weiß es, oberste Feld heißt. Das heißt oberste Feld. Oberste Feld. Auch recht. Oberste Feld. Habe ich gesagt, in welcher Lage? Forstberg. Forstberg. Oh, okay. Das ist feiner. Das hat auch schon auffälliges Holz, aber es ist wieder saugutes Holz. Das ist so feine Röstung. Feine gewürzige Töne und dann kommt diese reife, ganz präzise, klare, geschliffene rote Frucht.
bisschen was Schwarzbeeriges ist dabei und so ein Hauch Kirschen und Zwetschgen, von allem ein bisschen was. So leichtes Weihnachtsgewürz. Aber nicht aufdringlich, das lädt schon ein. Ich glaube, dass man das blind auch als Württemberger erkennen kann, aufgrund dieser Art von Frucht und diese Weihnachtskuchenwürze ist hier noch viel deutlicher am Gaumen als in der Nase. Gewisse Tiefe. Oh. Ich will auch das noch mal morgen sehen. Es hat viel Saft, viel Würze, viel Griff, auch Kraft. Das hat Mineralik, das hat eine gewisse Dichte. Es hat auch was ganz leicht Marmeladiges und diese doch sehr, sehr weihnachtsgewürzartige Holzgeschichte. Es hat auch eine gewisse Tiefe. Nur es ist auch nicht ewig lang. Ich glaube, dass es bei 89 gut steht. Ich will es aber morgen nochmal sehen, wenn es ein bisschen Luft hatte. Das ist noch einmal Schneidmann. Das ist Fellbacher. Lämmler 16. Das war's für heute. Ich hoffe, in baldiger Bälde können wir mal wieder in größerer Besetzung nachverkosten. Heute blieb mir halt nichts anderes übrig, als es allein zu machen. Jetzt wird es auch wirklich ziemlich Nacht. Wir sehen uns nächste Woche eher wieder. Weiß noch gar nicht, was dann dran ist. Aber wir werden sehen. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und tschüss.